Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver Uff Pelzig. Und mir ist noch Uff gefallen. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich unterlinks die Zufallskämpfe ausgeschaltet habe. Es gibt in Wutai noch was, was ich brauche. Aber ich habe es auf dem Hieweg anscheinend verdödelt. Und zwar trifft man auf dem Weg noch Wutai auf die... Ja, ich will es jetzt nicht verroten, nicht so wirklich verroten. Aber man trifft auf jemand und dann muss man die Person in Wutai auf seine Seite bringen. Das ist auch optional, aber trotz allem muss ich das auch noch machen. Na, ich bin jetzt gerade mal... Ich bin gerade etwas desorientiert, wo das ist. Ich glaube, da unten in der Richtung. Und das mag ich definitiv halt in dem Deal noch erledigt kriegen. Deswegen habe ich mal an der Stelle auch die Bosskämpfe ausgeschaltet. Das müsste doch irgendwo in der... Ah, das sind auch Schokobos. Also hier könnte man sogar auf Schokobo-Jagd gehen. Okay. Lass mal jetzt aber mal gut sein, weil hier findet man nur stinknormale gelbe Schokobos. Die farbige Schokobos, die kriegen wir ja nur durch Züchtung hier. Und noch können wir nicht zur Schokobo-Farm zurückgehen, dass wir uns dort wieder welche züchten könnten. So, es muss hier irgendwo, glaube ich, sein, in der Gegend. Hier irgendwo müssten wir auf die Person treffen. Aber warum nicht? Warum treffen wir die hier nicht? Es müsste eigentlich, wenn man hier hochgeht, passieren. Es könnte jetzt auch hier so ein Bug im Spiel sein, dass man die nicht trifft. Vielleicht auch hier ausschalten. Es müsste aber eigentlich hier sein. Ich probiere es jetzt noch einmal. Normalerweise müsste man die hier irgendwo treffen. Okay. Schade drum. Es wäre echt schade drum. Ich meine, ist zwar ein optionaler Charakter, aber ich hätte die Person schon sehr gern im Team mit drin. So, ja, Cloud und Sid machen nach wie vor der beste Schaden. Ist echt so. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Sid mit in die Gruppe aufgenommen zu haben. Dann machen wir deinen Megasprung auf das Schwanzspringer-Zeh. Und hauen um. Zack. Na alla. Und erstmal in die Rache. Okay, Sid hat sogar Level 30 gekriegt. Das ist schon gut. Und drei Phönixfedern, die nehmen wir auch sehr gerne. Ich bin echt etwas verwirrt. Normalerweise müsste man die Person hier irgendwo auch treffen. Es wäre schade, wenn es nicht funktionieren würde. Das wäre echt sehr, sehr schade. Weil es gibt nämlich auch noch ein cooles Sidequest, das Ganze. Und es wäre furchtbar, wenn ich die nicht kriege, Date, weil die ist echt unterhaltsam, die Sidequest, um die Person auf unser Side zu ziehen. Und ich hoffe, das klappt echt noch. Vielleicht der Neva am Hügel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber, das war bei dem ersten Hügel, wenn wir mit der Tiny Bronco da hochstolpern. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problemchen. Zwar kein Riesenproblem, aber wir hätten optionaler Charakter verpasst und das hätte ich ugern. Hoppenla. Ein bisschen verschluckt. Vor lauter Wiescht, vor lauter Hoffnung zerstört. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, dass ich die nirgendwo verwisch. Gefällt mir echt nicht so gut. Wenn ich in Wutai reingehe. Hier, Ova nochmal. Ne, immer noch. Haus, Dock und Kennerei. Ha.
gib mal nochmal einen Moment, ich will das unbedingt in der Episode drin haben. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Ja, die Sache ist die, ich habe mich da falsch erinnert. Man findet die Yuffie erst wo anders. Ich bin hier vollkommen optional noch Wutai gestolpert. Und man findet die Yuffie, jetzt kann ich sie doch verrote. Jeder, der das Spiel kennt, der weiß, wer gemeint ist. Und jeder, der das Spiel zum ersten Mal sieht, kann mit dem Namen eh nichts anfangen. Die Yuffie findet man erst wo anders. Und ihr Sidequest, die hier ist, macht man wo anders. Ihr Sidequest, die macht man hier. Aber sie selber findet man wo anders. Und das würde ich auch gleich nachholen, wenn wir jetzt schon wirklich in der sinnverwandte Wutai-Region sind, können wir genauso gut auch die Nebenquest noch schnell machen, uns die Yuffie zu holen. So. Na? So, darum. Okay, dann. Na, vorhin sind wir noch acht runter gestolpert. So, dann gehen wir in die Tiny Bronco wieder. So, reite mit. Und wir müssen. So, jetzt kann ich ja die Zufallskämpfe wieder abschalten. Wir müssen. Kommen wir da überhaupt lang? Ja, da kommen wir tatsächlich auch lang. Okay, jetzt kommen wir auch in so optionale Gebiete rein, glaube ich. Oder wir können halt auch wirklich hier durch die Flüsse reisen. So. Was ist denn das hier? Was ist das? Ah, ich glaube, du warst mal vorher schon mal. Oho, ein Kund, du hast da einen abgelegenen Ort ausgesucht. Falls du den Schlüsselstein suchst, kommst du zu spät, den hab ich nicht. Schlüsselstein? Was? Du bist der beste Wesen hier. Der Schlüsselstein ist der Schlüssel zum Tor von irgendeinem alten Tempel. Du wärst's nicht klar, aber ich hab gehört, das sei der Tempel vom alten Volk. Der Tempel vom alten Volk? Nimm sie zu ernst, das ist nur eine Legende. Okay. Wo ist der Schlüsselstein? Ich hab ihn schon verkauft. Ehrlich gesagt wollte ich ihn nicht verkaufen. Aber irgendwie konnte ich dem Typ nicht näher sagen. An wen hast du ihn verkauft? An Manager von Gold Saucer. Ich glaube, das ist der Dio. Er hat gesagt, er wollte ihn in sein Museum ausstellen. Dann hat er ihn mitgenommen. Aha. Wo ist der Tempel? Komm schon, das ist nur eine Legende. Aber wenn es wahr wäre, das wäre ein Ding, oder? Jetzt, da du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich noch was gehört habe. Im Tempel vom alten Volk soll irgendwo ein ultimative Zerstörungszauber versteckelt sein. Ultimative Zerstörungszauber? Ach komm, ich hab doch gesagt, du sollst es so ernst nehmen. Lass uns mal was anderem retten. Die Waffe, die dir siehst, habe ich alles selber gemacht, aber in der Zeit kriege ich keine Werkstoffe mehr. Okay. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Und interessant, da haben wir den Gold Saucer. Gold Saucer ist hier, ja. Das ist ja auch alles schön und gut. Trotzdem, da kommen wir nicht hoch. Das ist auch noch ein optionales Level, weiß ich noch. Bringt uns da nicht großartig weiter. Da ist Rocket Town. Wir können das jetzt entweder... Moment, ich regel das mal noch so. Weil ich mag Richtung Yunnan. Da muss ich jetzt aber den ganzen Weg außenrum fahren. Hajo, ajo, Mama Clenny Rees. Außerrum ist das Gewässer jo seicht und ich hoffe, so kommen wir um den Kontinent hier rum. Dann müsste das auch funktionieren, wenn wir dann wieder Richtung Yunnan wollen. Weil da oben die Wälder soll man die Yuffie das erste Mal kriegen. Und das mag ich in dem Deal definitiv noch packen, auch wenn es dann Extended Deal wäre sollte, der ein bisschen länger dauert. Oder bis zu einer Dreiviertelstunde, die ich dann definitiv gehe. Okay, da kommen wir nämlich weiter. Dann müssen wir hier rumfahren. Das ist erstaunlich, wie viel man in deine seichte Gewässer hier fahren kann. Das macht zwar ein bisschen Umwege, das Ganze.
Aber wir kriegen es definitiv noch irgendwie gebacken. Ich freue mich dann später im Verlauf vom Spiel, wenn wir dann im Verlauf vom Spiel, Auto ist Midgar. Okay, das ist nicht gut. Ich will noch Junon, Dohi will ich. Ja, ich freue mich definitiv auf das spätere Verlauf vom Spiel, wenn wir das Luftschiff haben. Müsste mal einmal die Ehre-Runde drehen vielleicht um Midgar. Probieren wir es einfach mal. In der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert, weil die hellblaue Gewässer, die kann man zwar jetzt alle befahren, aber die dunkelblaue halt noch nicht. Das ist etwas lästig, würde ich sagen. Vor allem ist es halt sehr zeitaufwendig, das Ganze, klar. Wenn man später das Luftschiff hat, dann geht das alles ratzfatz. Aber das dauert halt noch ein Weilchen, bis wir das kriegen. Aber ich habe es ja auch angekündigt beim 22. Deal, beim Präsident Rufus Willkommenszeremonie. Da haben wir ja das Luftschiff schon gesehen und wir wären stolzer Kapitän von dem Ding sein. Und jetzt haben wir ja auch einen Kapitän an Bord, der das Ding fliegen kann. Der wird sich natürlich richtig freuen, weil Tiny Bronco ist zwar so ein kleines Ding. Und auch ein schönes Flugzeug, aber trotz allem, ja, es ist halt nicht so ein Monster-Ding. Ach Mist, da kommen wir auch nicht durch. Okay. Ist na was? Dann laufe ich halt recht noch Junon. Jesus, irgendwas habe ich. Irgendwas steckt mir schon die ganze Zeit im Hals drin. Ich rache jetzt nochmal, genau. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Ach ja, und ich hoffe, dann flutscht es ein bisschen besser. So, da sind wir bei Junon, genau. Und hier in der Welt von Junon gibt es eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, auf die Yuffie zu treffen. Das heißt, das will ich jetzt auch noch holen. In der Hoffnung, sie zu treffen. Bei deinen kleinen Gegner sollte das mittlerweile kein Problem mehr sein. Okay. Dann schnappen wir uns die noch alles so. Außer die leveln mit uns, die Gegner. Das wäre natürlich Olva. Also es wäre natürlich heftig, wenn die Gegner mit uns aufleveln. Aber bei solchen alten Spielern ist es ja normalerweise so, dass die Gegner in einer Region immer im selben Angriff und im selben Level bleiben. Und dass die nicht mit M wachsen, so wie das zum Beispiel bei Oblivion oder allgemein der Elder Scrolls ist. Das ist hier glücklicherweise ein netter Fall. So, was kriegen wir davor? Okay, etwas erbärmlich die Ausbeute, aber ich mag ja die Yuffie haben. So, die müssen wir stoßen. Wir sind hier nach wie vor in der Junon-Region, jawohl. Das hätte ich am Anfang schon eigentlich machen können, wo wir noch wirklich frisch in Junon waren. Die machen es auch immer spannend von der Kameraperspektive her. Zuerst der Cloud sollte uns alle mal heilen und dann der Barrel, der Granat reinschmeißt. So, das müsste es eigentlich dann erledigt haben. Und er kommt glücklicherweise wegen seiner Limit-Attacke auch gleich am Anfang drauf. Wie er allerdings eine Granate aus der Kettensäg rausschießen soll, Das ist mir definitiv unbekannt, wie das funktionieren soll. Okay, komm schon. 10%ige Wahrscheinlichkeit, das kennt Häser, dass man noch drüber Weilche sitzen. Das Schöne bei deiner alten Spiele ist halt wirklich, oh Mann, dass es immer so viele Acht sein müssen dann. Dann machen wir einmal die Ifrit über euch Plage und dann ist gut. Ja, das Schöne bei deiner alten Spiele ist definitiv, dass man so richtig viele Nebenquests so noch hat, die man machen kann. Das ist extrem toll, weil so macht das Spiel halt auch wirklich Spaß, wenn man nicht einfach nur die Hauptmission durchballert, sondern auch wirklich sich einfach mal Zeit für so Nebenquests nimmt. Und ich finde gerade bei Final Fantasy VII muss das einfach mal auch in Kauf genommen werden. Ich habe hier Konkurrenz, ich brauche ja nicht hier mit fünf anderen zu konkurrieren.
weil das Spiel gerade frisch rauskommen ist, sondern es ist einfach ein schönes Ausgleichprojekt für mich. Zu mittlerweile halt auch Layers of Fear. Oder falls es jetzt schon vorbei sein sollte, ich bin halt mit Final Fantasy stark voraus. Aber es ist auf jeden Fall mal Ausgleichprojekt für die ganzen Horrorspiele, die ich sonst so spiele. Und ja, da will ich mir auch einfach Zeit lassen. Da lasse ich mich auch nicht hetzen. Och Mensch, ja nur so Viecher. Da lasse ich mich definitiv nicht hetzen und ich nehme mir hier einfach mal Zeit, um diese ganze Quests auch zu machen, damit ihr auch das schönste Erlebnis davor habt. Weil Final Fantasy VII ist so schön gemacht und ich finde, das sollte man definitiv auch mitnehmen, das Ganze. So, jetzt stolpern wir nochmal hier in der Gegend rum, in der Hoffnung, auf die Yuffie zu stoßen. Vielleicht auch hier in so ein kleines Waldstück. Eventuell trifft sich das auch, trifft man das so auch besser. Ah Mann, dass die immer so viel sein müssen, die Viecher. Das ist ja abartig. Ja, nach nix, was man auf andere, wissen wir was? Die rennen nach großartig. Das Hit rennt großartig. Okay. Ah, okay, mir ins gepackt. Alles klar. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Na gut, komm. Komm schon. Vielleicht finden wir in dem kleinen Wald was. Das ist ja nach wie vor noch die Junon-Region. Eventuell haben wir ja hier Glück. Ah, Mann, wieder nur diese dämliche Viecher hier. Komm, renn! Renn! Ich mag das dann halt, dass der diese ewig lange... Dass sie dann diese ewig lange Animation haben für ihren Arc-Griff. Das ist halt auch schon etwas ätzend. Das schluckt halt alles Zeit ohne End. Aber so ist es halt. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. Auch wenn der Deal jetzt wirklich lang wird. Und wenn Hammer. Natürlich. Heieiei. Na gut, ach, den Kampf haben wir überstanden. Södela. Also, immer weiter kämpfe, immer positiv denke und hoffe, dass wir das bald haben. Ah, Mann, als wieder die hässliche Mengletto. Die kotzen mich an, die Viecher. Okay, jetzt kennen wir es genauso gut noch erledigen. Okay. Cloud sollte uns trotzdem nochmal heilen und das Sid kann dann dem anderen Männel noch der Rest geben. Ich meine zum... Ah, es ist natürlich auch schön, wie das Riese-Katana von Cloud aussieht. Das Murasama, was man da in Wutai abgestaubt hat. Er ist halt echt geil gemacht. Ich liebe das halt auch, wie die unterschiedliche Waffe hier gemacht werden. Und Barrett ist auf Level 31, alles klar. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut mit den Waffe-Animationen. Und ich finde es auch sehr, sehr schön. Nur irgendwie schade, dass man die Rüstungsanimationen da nicht noch zusätzlich gemacht hat. Klar, sie tragen wirklich nur irgendwelche Reife. Und tragen nicht irgendwelche Rüstungen großartig. Trotz allem wäre es halt echt schön gewesen, wenn man sowas auch noch gesehen hätte. So, dort drauf habe ich nämlich gewahrt. Na okay, in der Barrett macht man Strich durch die Rechnung. Okay, ja. Ich finde es halt etwas schade, dass die halt die ganze Zeit nur in ihrer Standardkleidung da unterwegs sind. Obwohl die durchaus auch individuell gestaltet ist und echt ihren Reiz hat. Nichtsdestotrotz wäre es auch irgendwie cool, wenn es so die Accessoires, wie zum Beispiel der Goldarmreif und so nochmal gezeigt wäre, Deten, indem man das möglicherweise so als Rüstschiene oder so darstellt. Oder in dem, was weiß ich, der Barrett dann auch vielleicht, was weiß ich, irgend so einen Brustschutz oder so hätte. Und dass man das so für die Person auch nochmal wie die Waffe individuell hätte gestalten können. So, das suche ich jetzt wieder mal heil in der Flucht. Und schnetzel noch ab, was geht. Vielleicht rennen wir aber auch schneller. Jawohl. Ja, man hätte sowas auch so individuell gestalten können, dass der Cloud beispielsweise so eine Art, ja, das, was er sonst an Rüstung um sein, um sein Handgelenk so trägt, dass man das in verschiedene Farben oder Metalle darstellt.
Und ja, dass der Barrett vielleicht danach wirklich so eine Art Rüstung gehabt hätte oder irgendwelche technische Aufrüstungen, weil er ja schon seinen Metallarm hat. Seinen Waffearm. Entschuldigung. Ja, dass er vielleicht so eine Art Rüstung tatsächlich kriegt, geht. Und ja, hätte man sich was Schönes ausdenken können. Ich glaube, der einzige, der wirklich mit Rüstung rumlauft oder mit Rüstungsteile, ist tatsächlich der Vincent. Der ist meines Erachtens nach der einzige hier, der wirklich mit Rüstung dargestellt wird. Die Yuffie besitzt noch sowas Ähnliches wie Rüstung. Wenn wir so mal sehen könnten, dann den ich euch gern auch zeige. Aber es kotzt mich echt so langsam ein bisschen an, dass man da ewig in der Pampa rumhängt. Ich meine, klar, das ist mal wieder der Vorführeffekt. Wir sind hier in der Junon-Region, das stimmt schon alles soweit. Aber wir finden hier Nimi, die Yuffie. Das ist das Problem. Wäre halt schön, wenn man das noch hinkriegt in dem Deal. Ja, und wir sind noch schnell genug weggerannt. Also spätestens noch eine Dreiviertelstunde, die ich da aufhöre, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich hoffe, dass wir es in der Dreiviertelstunde noch gebacken kriegen. Dass wir das Mädel hier noch irgendwo im Wald finden, wenn sie hier rumstreunt. Ach Mensch, immer nur die hässlichen Viecher hier. Hopp, rennt, rennt. Kapaternta, komm, fort von den Ekelviecher, na aller. Ah, das ist doch unfair, das ist echt unfair, dieser Vorführeffekt. Ich hab's damals noch als mal von Fort Condor losmarschiert in Richtung Junon. Wollte ich euch das hier noch zeigen. Eben weil sich die Umgebung verändert, wenn man im Wald kämpft. Und bei dem Ende Waldkampf wäre es ja zu schwer gewesen, wenn wir da schon die Yuffie getroffen hätten. Das wäre ja schon richtig gut gewesen. Ach Mensch. Ja, Frauen lassen sich mal ein bisschen mehr Zeit. Ich weiß, das ist ein mieses Klischee und so. Aber ich glaube echt, wir treffen immer nur abwechselnd auf die dappische Viecher. Na gut, kommen zwei, die kriegen wir noch platt. Der Barrett hat ihn dann nicht mal mit dem Konter gekriegt. Aber wahrscheinlich auch, weil die von hinten attackieren. So. Und jetzt. Na also, geht doch. So wird das gemacht. Und ich glaube, hier gibt es ja nur die zwei Art von Viecher. Nur diese Alraune-Kreature und die komische blaue Fächel. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe echt, dass wir das halt noch gebacken kriegen. Es wäre so, so schade, wenn das nicht klappen wird. Ja, komm. Ich weiß, die kriegen wir normalerweise, aber trotzdem. Ich hab's ein bisschen eilig. Ich meine, die Zuschauer wollen ja was sehen und nicht nur die ganze Zeit mal verzweifelt das Gelaber höre. Ich meine, Yuffie ist wirklich nicht mein Lieblingscharakter. Aber der Vollständigkeit wegen will ich's halt haben. Es wäre so schade, wenn wir das Spiel nicht mit all seine optionalen Sachen durchspielen könnten. Weil es einfach wirklich so viel schöne Sachen gibt. Da haben sich die Entwickler so viel Zeit gelost dafür. Und haben so ein schönes Spiel entwickelt. Und ich finde, das ist man definitiv schuldig. Alle auch schon, weil das Spiel so einen tollen Wiederspielwert hat. Man kann das 20 Mal spielen, das Spiel. Man kann das 30 Mal spielen und es ist immer noch toll. Also ganz große Klasse, das Spiel. Und ich finde auch einfach, wenn sich die Entwickler so viel Mühe geben, dann sollte man es auch zu würdigen wissen, das Ganze. Ich weiß nicht, wie es euch so geht bei deiner alten Spiele. Ob ihr die mittlerweile eher so sehen und denken, ach Gott, wie schrottig, wie hat man sowas früher nur Spiele kennen. Oder ob es euch eher wie mir geht, dass ihr da wirklich vor lauter Nostalgie Tränen in die Aare kriegen und denkt, oh, wie geil, ich habe gerade wieder ein Stückel Kindheit. Weil für mich ist es definitiv so, ich spiele das Spiel. Und ich denke einfach nur, wie geil ist das. Ich habe das 1997 zwar durchaus gesehen, das Spiel, aber halt nicht selber gespielt. Du kamst dann erst wesentlich später dazu, als ich so 14 bis 16 war. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau, aber 14 bis 16 war ich da in etwa. Wo ich mir damals die PlayStation 2 aus eigenem Geld gekauft habe. Das habe ich da... Ja, es muss gewesen sein, als ich 16 war, weil ich habe da meinen ersten Ferienjob gehabt.
und habe in der Fabrik gearbeitet und geschuftet. Und ja, habe ich mal von einem Dyer ersparte Geld, habe ich mir dann mit Una eine PlayStation 2 gekauft. Und da habe ich mir dann alle Final Fantasy Dele geholt. Und zwar von 7 bis 10 habe ich mir sie damals geholt. Und ich habe den 7er damals halt auch nur von 1997 ganz grob im Gedächtnis gehabt. Und habe das seitdem danach irgendwie... Ich glaube, ich habe das... Als ich 16 bis 18 war oder so, habe ich das echt mindestens 5, 6 Mal gespielt, das Spiel. Von Anfang bis End. Oh je, Entschuldigung, ich glaube, ich bin immer noch stimmlich arg schlacher. Aber ja, wie gesagt, um in der Anekdote fortzufahren, ich habe das Rauf und Runter gespielt, das Ganze. Und habe dort sehr viele schöne Stunden damit verbracht. Und für mich ist das einfach so ein Stück Jugend, wenn ich das spiele. Und auch ein Stück Kindheit, eben weil man es als Kind das erste Mal halt auch gesehen hat. Und so wirklich erlebt hat. Es ist einfach absolut großartig für mich, wenn ich so alte Spiele jetzt wieder spiele. Ich meine, mittlerweile bin ich 29 und ich spiele das Ganze und denke mir einfach nur, alter Falter, wie geil ist das? Ich würde es immer noch 300.000 Mal spielen, wenn ich jetzt noch als Let's Player hier zig andere Sachen zu spielen hätte. Aber ja, privat spiele ich das immer noch sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch, wenn ich den ersten Let's Play-Durchlauf hier beendet habe. Damit ich das auch privat einfach mal zwischendurch wieder spielen kann, um Spaß an dem Spiel zu haben. Das ist absolut großartig. Das, sie lässt sich echt verdammt Zeit. Das ist richtig fies, wie ich finde. Ja, Frauenpünktlichkeit und so. Ach ja. Södeler. Wie schaut's aus? Also wirklich leveln können wir hier traurigerweise auch nicht. Da das Gebiet definitiv schon zu low level für uns ist. Wir können hier wirklich nur darauf hoffen, dass wir endlich den Kampf der Kämpfe kriegen. Und sich Yuffie uns offenbart. Ach ja. Okay, so wird's gemacht. Ah, Moment kurz, Erde hat Level kriegt, sehr gut. Moment mal kurz, liebe Leute, ich werd grad verlangt, bin gleich wieder do. Do bin ich wieder. So, es ist aber noch klavische Anaris-Sach. Ich habe jetzt nochmal kurz, weil ich verlangt worden bin und nochmal eine kleine Cut durchsetzen konnte, habe ich nochmal nachgeguckt. Und da, wo ich jetzt nachgeguckt habe, hieß es nicht Junon-Region, sondern tatsächlich Nibelheim. Das ist natürlich jetzt sehr bitter, weil wir sehr viel Zeit damit verschwenden, hier rumzustolpern. Es tut mir echt leid, das ist der absolute Chaos-Delheit. Ich mache das auch nur echt sehr ungern, aber ich will Yuffie definitiv im Team haben. Und ich finde so ein kleiner Chaos-Deal, um ein bisschen zu labern und einfach mal so zur Schwelge in der Retro-Schönheit, die uns das Spiel bietet. Ach, das hat doch mal was für sich, oder? Es wird dann jetzt halt wirklich ein lange, lange Deal. Aber so what? So what? Wir haben doch die Zeit. Und ich hoffe, ihr hört mir doch auch gern zu, wenn ich irgendwas laber, auch wenn es jetzt nicht natürlich nicht so das schönste und das krügste Konzept ist, was ich jetzt hier habe. Um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich gar kein Konzept, sondern ich laber einfach nur drauf los hier bei einem Spiel. Aber auch, weil mich das Spiel so fasziniert. Ich meine, es hat mich schon immer fasziniert. Und es war schon immer eins von meinen Lieblingsspielen und ich finde, das Spiel hat auch vollkommen zu Recht all die Ehrungen, all die Preise und so weiter und so fort kriegt. Also, absolut große Klasse, das Spiel. Ich bin nach wie vor
begeistert und ach, die Musik, der ganze Soundtrack ist einsame Spitze. Ich habe selten so einen immens guten Soundtrack gehört. Also was Spiele angeht, der Soundtrack, ah, da sind wir ja auch bei Nibelheim, liegt aber noch weiter drüber. Da ist Rocket Town. Wir müssten ein bisschen auf dem Festland rumschwimmen. Ja, der Soundtrack, der flasht mich nach wie vor. Das ist auch der häufigste neu interpretierte Soundtrack überhaupt, was Spiele angeht. Und es muss einem echt nicht wundern, bei der Musik, mit der das Spiel hier auffährt. Es ist absolut großartig. Große Klasse. So, ich glaube, das müsste der Wald hier sein. Hier dürften wir richtig sein. Uno momento, por favor. Nibelregion. Nibelheim liegt tatsächlich dort drüber. Rocket Town ist das, oder? Nee, das ist Nibelheim, tatsächlich. Da müsste das hier sein. So, dann müssen wir hier noch Yuffie gucken. Ich hoffe jetzt nur, dass das tatsächlich zutrifft. Weil hier sind die Gegner schon noch ein bisschen knackiger. Und da können wir vielleicht auch ein klein bisschen mehr leveln. Wenn nicht, dann nutzen wir das doch einfach mal, um zu leveln, würde ich sagen. Das hat doch auch mal was, was ich. So. Dann können wir hier auch nochmal... Ja, die Gegner sind hier durchaus etwas knackiger. Powerpilz und was ist das andere Ding? Das kann man noch nicht sehen. Okay. Na gut. Das sieht ein bisschen aus wie das Alien von Alien Isolation bzw. von der Alien-Filme. Nur geflügelt und mit Schwanz. Das könnte hier als Inspiration gedient haben. So, ich glaube, Cloud und Barrett sind blind. Die glühen nämlich etwas schwarz. Ja, deswegen auch die Fehltreffer. Aber Shiva trifft immer. Und ich steht daran... Ah ne, das steht trotzdem mit Attacke, okay. Und ich steht daran, Megasprung, der trifft auch. So, dann gib ihm. Und was? Na, Allah, schon das Vieh ist jetzt schon mal weg. Und die rechtliche werden jetzt von Shiva weggeblosen. Ist vielleicht auch gar nicht mal so übel, um einfach mal eine Runde zu leveln, wie ich finde. Nach so ein bisschen dabei Buffler. Und es wird mich, wie gesagt, nach wie vor interessieren, was ihr von solchen alten Spielen halten. Ob ihr eher denken, ach Gott, wie habe ich sowas früher nur Spiele kenne, oder ob ihr wie ich da total begeistert seid und sagt, ja, saugut. Es erinnert mich total an meine Kindheit, auch wenn ich Final Fantasy VII jetzt vielleicht selber nicht gespielt habe. Erinnert mich das Ganze doch an die alten Spiele, die ich früher so gespielt habe, weil früher war das ja total in Trend hier, die ganze JRPGs, RPGs, sowie mit ohne halt auch Final Fantasy selbstverständlich, aber auch so alte Klassiker wie Secret of Mana, Secret of Evermore, Terranigma, die ganze Palette von früher, Illusion of Time, ach japanisch, die Dinger waren ja in den 90er total Mode. Das war ja auch so die Zeit, wo die Manga und Anime so allmählich rübergeschwappt sind. Klar, das war früher durchaus präsent schon. Siehe Dragon Ball aus der 80er Jahre zum Beispiel. Aber hier in Deutschland hat sowas erst in den 90er Jahre angefangen rüber zu schwappen. Das ist, auf der einen Seite ist irgendwie schade. Auf der anderen Seite ist auch sehr cool, muss ich sagen. Weil, dadurch sind natürlich auch diese ganze Japano-Rollo-Spiele rübergekommen. Und mit denen habe ich eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, mit den Spielern. So, und ihr rennt. Und ihr rennt weiter, ihr Bärschler. So, sehr gut. Ja, mit den Japan-Rollo-Spielen habe ich damals sehr viel schöne Zeit verbracht. Mit Una Final Fantasy. Mit Una natürlich auch Terranigma und so weiter und so fort. Und auch der Humor war damals absolut großartig in den Spielen. Aha! Aha! Da haben wir sie! Mystery Ninja! Na also!
du hämmer sie doch endlich. Tatsächlich Niflheim und nicht Junon. Sehr gut. Mystery Ninja. Geht doch. Wir haben schon gewonnen. So wird das gemacht, ihr liebe Leid. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt liegt sie da. Mann, ich hab verloren. Unmöglich. Na, du hier nie, wie wär's? Wollen wir noch mal? Nee, kein Interesse. Willst du weglaufen? Bleib und kämpf! Kämpf, hab ich gesagt! Komm schon, was ist denn los? Du hast ganz schön Angst vor mir, was? Sie ist wirklich eine Pelzerin, ganz schön Angst. Das muss eine Pelzerin sein, wie versteinert. Genau wie ich gedacht habe, was erwartet ihr anderes bei meinen Fähigkeiten? Ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr euch stark genug fühlen, tragen noch eine Runde aus. Bis dann. Ich gehe jetzt los. Das habe ich vor. Ach, warte doch mal einen Moment. Was ist? Willst du noch mal was von mir? Also was ist? Ich weiß, dass du mir helfen willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir komme. Jo, stimmt. Hab ich mir schon gedacht, du bringst mich in eine Zwickmühle. Was soll ich nur machen? Wenn du mich so sehr brauchst, kann ich schlecht ablehnen. Na, Alla, ich komm mit da. Jo, beeilen wir uns. Warte, ich hab nicht mal gesagt, wie ich heiß. Trophäe erhalten in Kupfer, wie festgenagelt. Das sind die Dialoge, wie ihr sie machen müsst. 21212. So wird es gemacht und ja, es ist die Yuffie. Ich bin Yuffie, verrät mich. Ja. Hehe, genau wie ich es geplant habe. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, warten auf mich. Sehr schön. Jetzt habe ich Yuffie als auswählbare Charakter. Und ich die Sache, bevor wir zum Gold Saucer gehen. Gehen wir nochmal hier auf den Kontinent rüber. Da können wir nämlich da weitermachen, wo ich in der letzten Episode, mir kommt es schon vor, als wäre es in der letzten passiert, wo ich am Anfang von der Episode eigentlich hin wollt und anfangen wollt. So, und das machen wir in der nächsten Episode moja. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis moja. Euer Yankee.